So, hallo und herzlich willkommen erstmal zu dieser Let's Play Minecraft Season 2 Folge. Ihr fragt euch bestimmt, was dieser Bildschirm jetzt gerade hier zu bedeuten hat mit, dass ihr meine Stimme hört. Eigentlich ist ja Svens Aufnahme dran. Und da gibt es nämlich ein kleines Problem. Sven hat nämlich die Tonspur verkackt oder die Tonspur hat sie nicht mal aufgenommen. Also Sven wird man komplett in die nächsten 10 Videos nicht sehen. Von Folge 11 bis 20 wird man seine Stimme nicht hören können. Ich entschuldige mich dafür. Sven entschuldigt sich auch nochmal dafür. Ihr werdet nur meine Stimme hören können. Deswegen nachsynchronisieren könnten wir machen, aber das ist jetzt schon zu spät. Deswegen, das wäre auch für Sven irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen, sorry dafür. Genießt trotzdem das Video, wenn ihr auch nur meine Stimme hört. Und wenn das Ganze nur still ist, dann erzählt halt Sven irgendwas. Und tut uns echt leid, Leute. Viel Spaß beim Video. Tschüss. Ohne Witz. Ihr habt alles verpasst. Guter machen, Alter. Tut's ihm nicht. Oh ja. Tja, ich hab den ganzen Berg hier, also nicht den ganzen Berg, aber ich trage ihn gerade ab. Ah, toll. Prokt, Alter! Ah, das ist blöd. Wenigstens habe ich eine Diamantspitzhacke, da geht's noch ein bisschen schnell, ey. Ja, fürs Obsidian oder fürs Enderportal. Andere Musik haben wir. Und das ist jetzt die siebte Folge, ne? 3 Folgen noch, ey. Dann habe ich noch Zeit, noch ein bisschen hier über zu reiten, ohne dass es langweilig ist. Ja. Übrigens, was auch wichtig zu sagen wäre, ist eigentlich, dass wir hier überhaupt nicht offscreen aufnehmen. Also gar nicht. Das war in der Season 1 war das anders. Ja, aber ja, haben wir jetzt, habe ich jetzt bis jetzt aber selber nicht gemacht, dass ich irgendwie farmen gegangen bin oder so. Ja, nicht so wie in der Season 1, haben wir ja auch einfach mal offscreen gemacht. Das war aber, glaube ich, deswegen, weil der Speicher dann irgendwie knapp wurde bei mir, glaube ich, das Aufnehmen. Jetzt ist es nicht mehr so, weil wir uns ja abwechseln, das ist jetzt ein bisschen anders, also. Nicht, dass ihr denkt, dass wir wieder offscreen machen. Das ist ja irgendwie, weißt du, ich erzähle das, aber das, eigentlich guckt sich ja kaum jemand diese Videos an, ne? Aber wir erzählen das trotzdem, weißt du, das hat irgendwie einen Wert. Ich weiß nicht warum. Genau. Es gibt aber Leute. Mike, ne? Und Fred, die gucken uns manchmal. Besonders denn. Die Pokémon-Folgen gucken sie sich an, weil da sind immer Aufrufe. Das sind die haben sogar gesagt letztens, als wir TTT aufgenommen haben, ja,
Wir sind aktive Zuschauer von eurem Kanal. Weiß ich noch ganz genau. Genau, es sind immer zwei Klicks, immer auf jeden Video sind immer zwei Klicks zu sehen. Also, denke ich mal, das sind die. Das ist. Leck mich einmal. Nee, dann mache ich nicht mehr mit. Also, wundert euch nicht, wenn ich. Überhaupt nicht. Nee, das ist, das macht mir gar nichts. Nee, überhaupt nicht. Geil, ne? Was? Wir sind doch Freunde, hallo? Also, für guten Freunde macht man alles. Ja, jetzt geh! Oh, ich muss das ganze Wasser hier stopfen, sagst du? Ah, der Zombie ist ja weg. Ja, wie heißt es denn sonst? Nein, das Zombie. Ja, oder? Der Zombie? Der Zombie. Die Zombies und. Das einzelne Zombie. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es ist. Ja, weiß ich nicht. Nee, also. Ich muss weinen. Immer muss ich weinen wegen Sven. Du bist ein Arschkopf. Ich hoffe, du verreckst in der Hölle. Jo. Mann, hey, ich will nicht deine Überraschung haben. Na gut, wenn du keine Diamanten willst. Tschüss. Warte, nee, ohne Witz. Warte, bevor du das ganz verballerst, das kommt eigentlich hier hin. Da, auf die Grasblöcke und. Nein, ja, genau. Pack's mal bitte auf den und den und den. Dankeschön. Warte, kannst du auch noch zwei hoch machen? Kannst du nicht darauf noch eins platzieren? Echt nicht? Ah, alles klar. Ja, dann das kann man mal, glaube ich, mit Bone Meal machen, wenn ich ehrlich bin. Na gut, danke. Ja, ich brauch das eben. Oh, ich werd dein Baumhaus abbrennen, ohne Witz. Erstmal Streit anzetteln. You act so innocent now. Wow, ein Diorit-Block, leck mich fett. Echt so, ey, was soll das? Wow, what the fuck? Wo kommt der Creeper her? What the fuck? LOL, komm. LOL! Voll intelligent geworden, die Viecher, kann man sein. Obwohl, nee, der kann. Nee, nicht wegspringen. Verpiss dich! Hure. Einfach kommt er einfach irgendwo her, ey. Der kommt aus der Höhle. Skelett rum in der Höhle. Wow. You act so innocent now. You lied so soon. Ich glaube, ich werde den Berg nicht anpassen. Das ist mir zu viel Arbeit. Da bin ich zu faul für.
Ach komm, ey. Hast du in der letzten Season nicht ein dein scheiß Haus fertig gemacht, also sei mal leise. Ja. Ach so. Das werden wir uns merken, Leute. Du Arsch. Ganz ehrlich, ich werde jetzt nicht schlafen gehen. Ich meine, ich gehe jetzt nicht raus und du wirst schlafen. Wir sind Tag durchstehen, mir ist das jetzt scheißegal. Ich meine, wir sind jetzt nicht so wie in der Season 1, wir sind erfahrener. Einen Moment. Jetzt knallt er mich ab mit so ein paar Bogen. Ballert er mich so runter, ey. War nicht absichtlich. Ja, warte, ich komme jetzt, okay? Einen Moment. Wohin denn jetzt? Auf dem Berg oder wohin? Freue mich schon darauf, die Folgen aus deiner Perspektive zu sehen, weil ich will endlich mal sehen, wie das aussieht, wenn ich irgendwie spiele und du nimmst auf. Das hat mich schon immer interessiert. Aber Leute, konnte ich das nie sehen. Oh shit. Oh shit. Ich hat's eigentlich. Nein, Spaß, sieht nice aus. Also, die sieht auch oben ziemlich leer aus. Weil du hier hast hier alles abgefällt oder was ist hier passiert? Ja, keine Ahnung, muss auf jeden Fall später noch Bäume drumherum platzieren, damit das ein bisschen besser aussieht. So, weißt du, so kleine Bäume und dann so ein großes Dingens. Das ist mein Einweihungsgeschenk. Das ist Mazel-Tov und so. Runter mit dir. Jetzt hab ich's wieder eingesammelt. Es war weg hier. Du kriegst mich nie. Woo! Von oben sieht's hier aber schön aus, ja, das muss man sagen. Nee, ich schritt gerade über mein Haus. Zwei Skelette sind auf meinem fucking Projekt. Was soll das? Lol, Alter, lol, der knallt den einen ab. Ja, er hat ihn getötet. Oh, ey, was soll das? Scheiß Skelett. Muss echt mal ein paar Fackeln hier platzieren, sonst geht das nicht hier. Ah, ein bisschen hier, ne? Licht. So. Machen wir das noch. Hast du Spitzhacke dabei? Ich hole die Kohle hier ab. Hab's extra für dich sogar noch so. Ich hab's nicht einmal angefasst. Deswegen ist es voll wertvoll. Das ist voll wertvoll und so. Das kann ich wie ich in den Berg oben reinkomme. Oh, voll die geile Idee, Leute. Oh, richtig geile Idee gerade. Oh ja. Vendetta. Vendetta. Das erinnert mich an letztens in der Schule, Alter. Was war das doch mal? Was ist denn nochmal passiert, ey? Ich hatte schon irgendwas abgeworfen oder so, ne? Der hat schon mit irgendwas abgeworfen und dann so. Und so, Vendetta! Und hast den dann auch abgeworfen? Was hieß das nochmal, Vendetta? Was war das nochmal? Oh, jetzt weiß ich, wie das Thumbnail mache. Welche Folge ist das gerade? Ja, welche Folge ist das noch? Alles klar, das muss ich mir merken. Die 17. Folge, da muss ich mir merken, wenn ich das Thumbnail mache. Vendetta, werde ich das nennen. Vendetta! Fuck! Wie nur?
Das erinnert mich einfach nur daran, einfach an die Schule, da wo Niklas sich abgeworfen und du so also Papier genommen hast und dann so, Vendetta! Weißt du? Als wäre das irgendwie so eine Attacke oder so. Ja, aber das kam. Daran denke ich die ganze Zeit gerade. Ah, so geil. Vendetta. Damit du mich zum Lachen bringst und du Freude aufbringen willst. Können ja irgendwann mal mitreden. Sind die nicht drauf auf dem Test? Nee, ne? Nee, ist keiner drauf. Nee, oder? Ist in Steam jemand? Ich guck mal in Steam kurz. When the skies are blue. You act so innocent now. Das ist nur, Fred ist nur online. Kein Bock auf den. Nein. Okay, alles klar. Ist ja in der Folge drin. Zum Schluss der Folge. Perfekt. Stimmt. Ja, das ist ja kein Ding, ne? Also. Tschüss.